In diesem Part verlassen wir also Zaphirs, um die große, weite Welt zu erkunden. Okay. Ach, da ging's schon runter. Lol. Muss ich nicht mehr, sorry. Da, 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 da. Wieso schon wieder? Ah, jetzt. Fugitive! Halt, I say! Ach, nur weil du das sagst? Fools! Enough grandstanding! Arrest him! Ihr seid hinter mir, ich kann immer noch nach vorne abhauen. What should we do? Du nimmst einen Stein wie diesen. Dann machst du das! In your face, bitch! Let's get to the lower quarter. Yuri hat's einfach drauf. Ja, ja, unser Yuri. Und die nächste Sequenz. Aber ich hab mal schnell die Welt gerettet. Meine Freundin! Nein, kleiner Scherz. Aber cool, dass sie wenigstens so freundlich ist, obwohl sie eigentlich eine Prinzessin ist. Die sind ja normal immer so voll edel und überheblich. Also klischeehaft. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, etwas. Ist mein kleiner Repeat-Didi wieder da? Ja, die Tasche ist nutzlos. Give it a shake. It has a nice jingle to it. Mordio liked it too. You met Mr. Mordio? Nur Mordio hat's nichts gebracht. Yeah, but the rat left town. Apparently he's someone important from a city called Ospio. Left town? Well, then that means we've been hoodwinked. Ach, den kriege ich schon wieder. Kein Problem. Afraid so. Hust. His house was empty, and I doubt he's even a real noble. I see. Looks like the Aquablasty has finally stopped leaking water. Ja, aber sieht auch nicht unbedingt lecker aus, das Wasser. Also ich würde es nicht trinken. Is there enough water for the time being? Yeah, but it won't last long. After that, we'll just get it from the river. Besser das als zu verrecken, wenn man verdurstet. Guess I'll go get it back from the thief myself. Ah, das schaffst du. You aren't thinking of following Morty over beyond the barrier, are you? Don't worry, I'll be back before you know it. Jut, jut. Who's worried? It's a good opportunity for you. No need for you to hurry back here. Oh, werde ich auch nicht. Ganz bestimmt nicht. Bin froh, hier raus zu sein. What I mean is, we can get along just fine without you. Sei nicht so gemein zu mir. I wonder how long Yuri plans on living this life. Flynn needs to learn to mind his own business. Ja, 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 ja. Und gleich die nächste Sequenz. Juhu! Yuri Law, you've given my two lackeys a headache. Oh mein Gott, back dir ein Eis drauf. Well, that's our cue. Looks like I won't be coming back here for a while. Never a dull moment with Yuri around. Ja, Yuri ist der Partymacher. After this, I'll be even with you for getting that money back. And just make sure you don't kick the bucket and blowing it all on some crazy party. Same to you. See that you don't go dying in any ditches. Nee, da nicht, aber an zigtausend anderen Stellen wahrscheinlich. So höflich, die kleine Estelis. You make sure and take care of yourself now. I will. Thank you. Sure. Go, go, go! Was denn mein Zusammenhalt? Ich bin so gerührt. Fools! You're in my way. Ach, verdammt. Ging jetzt etwas schnell. Don't you make her cry. What are you talking about?
Hallo? Die retten dir gerade den Arsch. Weltgarde halten! Ja! Wait a sec, this only has the roads written on it. What did you expect? It's better than nothing considering people don't normally leave the city. You'll have to fill in the empty spaces on your own. Super. First off, you should head for Dayton Hold to the north. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Da gab's so einen echt miesen Erfolg. Man musste die komplette Weltkarte erkunden. Und wow, da hatte man am Ende das Problem, dass da genau so ein paar winzig, klitzekleine weiße Flecken noch waren. Wahrscheinlich auch noch an einer hellen Stelle von der Karte. Und ich habe Stunden gebraucht, um den Mist zu finden. Boah, das war so scheiße. Hey, hold it. Who put money in here? Ich brauche kein Geld, ich habe doch alles, was ich brauche. Halt! Get out of my way! I guess I'll have to keep it. Ach, wir sind später noch reich genug. Boah, 500 Gold. Ach du Scheiße, bin ich jetzt reich. Danke, Repeat. Nice one, Repeat. Ja, er hat's halt drauf. Ja, ein Hund. Hast du ein Problem damit? What? Oh, yeah, sure. I'm not sure how long we'll be together. But here's to the road ahead, Estelle. Yes, I... Estelle? Ah, jetzt hat er sie Estelle genannt. Estelle. Ah, jetzt darf ich es auch endlich wieder Estelle nennen. To the road ahead, Yuri. Well, so long for now. We hope to be back soon. Wir statten euch einfach einmal im Jahr einen Besuch ab, okay? So, und damit beginnt wohl unser größtes Abenteuer. So, aber bevor wir uns da voll auf den Weg machen, müssen wir erstmal da nach hinten. Nein, 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 pfui, 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 aus, 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 böse, böse, böse. Ich habe jetzt keinen Bock auf Pilze. Wir müssen jetzt erstmal eine Runde pennen gehen. So weit. Und doch so nah. Ach, die sehen wir schon noch öfters. Hm. Seid gegrüßt. Hallo. Willkommen, liebende Reisende. Sing. Ist das ein Geschäft? Das ist die Herberge zum König der Abenteurer. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, großer Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Nur weil du ein Herzchen hinter deinem Satz hast und eher ein Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldigung, Karin. Bitte verzeiht seinen Missmut. Mein Name ist Karin und das ist Rich. Ihr führt eine Gaststätte auf Rädern? Bezieht sich der König der Abenteurer nicht auf etwas anderes, etwas Bekannteres? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, seine Hoheit Regin, wie auch immer, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust so genannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Regin, das stimmt. Wir respektieren ihn sehr. Hm, dann ist das ein ziemlich guter Name. Also seid ihr beide verheiratet? Nun, ja, nein. Verheiratet? Ich? Sehen wir denn wie ein Ehepaar aus? Oh, ich hatte mich wohl getäuscht. Es tut mir so leid. Wenn ihr müde seid, möchtet ihr vielleicht hier bei uns pennen? Was sollen wir machen? Ausruhen! Klar, wir übernachten hier. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. Oh, großer Bruder, bitte. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich will doch nur hier pennen. Ist das denn so schwer? Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ja, unsere Hoffe, ich hoffe, unsere Wege werden sich wieder kreuzen, das hoffe ich auch. Tschüss und so weiter und so fort. Damit hätte der Quest begonnen. Obwohl, eigentlich hat er ja schon während unserem Aufenthalt in Zaf, doch Zafias begonnen. Nein, 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 bitte nicht. Ach, diese ganzen scheiß Viecher. Und zwar, als wir den Wunderalma nachbekommen. Ah, ah. Du willst es nicht anders? Du willst es echt nicht anders? Ich muss sie umbringen. Ich muss sie töten. Alter. Wieso macht Repeat keinen Schaden?
Wieso macht Repeat keinen Schaden? Wieso macht Repeat keinen Schaden? Ach ja, übrigens, was mir letztens aufgefallen ist. Ich kann meine... Ach, war das doch nicht? Mann! Okay, ich guck mir das immer mal. Irgendwann mal an. Aber nicht jetzt. Also ihr habt, das kann extrem spaßig werden. Nämlich in dem Stil, nämlich jetzt die drei Gegner hier kill, muss ich die Punkte farmen, die ich für meine Waffe brauche, dass die stärker wird. Und ich krieg pro Kill genau einen Punkt. Wow, Kombo-Neuling. Wow. Und nicht so hastig. Geht mal gar nicht. So, jetzt brauche ich erstmal Repeat eine neue Ausrüstung. Und zwar... Nein, Klinge, das sind nicht... Ich glaube, Schallball war sowieso das Beste. So, ein Silberhütchen. Droche Protektor. Wieso habe ich ihn zweimal? Und du kriegst mal eben... Objektverlustrate. Rang 10% brauche ich nicht mehr. Galt brauche ich nicht. Kaffee TP. TP. Oh, sehr bequem, wow. Wahrscheinlichkeit, eine wegzustehlen. Wundersymbol. Brauche ich für jemand anderen? Brauche ich auch für jemand anderen? Alter! Du kriegst halt den Effekt, die Ringe jetzt erstmal. So, und jetzt habe ich echt ein großes Problem, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich diese scheiß Taktik umstelle. Mann! Wie zur Hölle. Ach, das gucke ich nach, wenn ich dann ein bisschen Stärke farm. Oh, oh nein! Oh, scheiße! Let's get this. Wo ist es denn? Wo ist es da? Der Schaden schon besser aus. Geht auch schon ein bisschen schneller! Nein, lass du meine Estelle in Ruhe! Ah, es geht noch so schön schnell. Warum kann das nicht immer so sein? Ich will das jetzt wissen, Sivix! Irgendwo da. Information. Ah! Ja, geht doch. Hier kann man nämlich einstellen, was für Positionen die verschiedenen Charaktere haben, wenn sie in den Kampf kommen. Also Repeat darf ein bisschen hinter mir bleiben. Estelle im Hintergrund. So. Gegner mit voller Kraft besiegen. Yuri, Estelle, Repeat. Yuri gegen eine KP, voller Angriff. Eigentlich ist es beim Yuri ja sowieso egal. Freunden helfen. Risiko vermeiden. Ach, ich glaube, für den Anfang tut's gemäßigt auch. Artis verwenden, aber TP nicht unter 25. Nur Zauberartis. Auf KP achten, auf physische Beschwerden achten. Yep. Formation halten, Gegner nicht zu weit jagen und Formation halten. Passt. Figur erlauben, Objekte frei zu wählen. Passt. Ach, das kommt später noch. Repeat. Gleiche Gegner passt. Voller Angriff. 25 dann abhauen. Du machst auch bis 25. Freie Wahl, frei bewegen. Trotz Standardformation. Ja, passt. Objektfreie Wahl. Strategienamen bräuchte ich noch. Was hört sich cool an? Ich nenne es jetzt einfach mal Bennys Strategie, weil ich gerade so blöd bin, mir irgendwas Schlaues einfallen zu lassen. Werde ich sowieso mit der Zeit eh noch ändern. Strategie. Nein! Geh! Oh, ich bin echt zu blöd. Hä? Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Toll. Dann nennen wir es einfach mal nur Strategie. Wenn es denn wieder so kompliziert sein muss. Wenigstens habe ich es jetzt. So. Oh, ach, komm schon. Don't get careless.
Pete. Ich hab dir gesagt, du sollst. Ich hab Repeat zwar gesagt und what the fuck? Alter. Wie die mich jetzt gerade genatzt haben. Das ist nicht gut. Ja, die ist sehr praktisch. Muss ich da auch noch rein? Nee. Wow, wow, wee, wow, wow, ja, wow, ja, wow. Nein, das gibt's doch nicht. Ich will doch jetzt noch gar nicht. Repeat, ich sag's dir, wenn du nicht gleich einen Orangengummi einsetzt. Ach, verdammt. Okay, das war Verschwendung. Next week? But can you really? Never mind. Ich finde die Sprüche manchmal so geil. So, jetzt sind wir immerhin schon mal Level 15, 14 und... Was? 9? Wieso 9? Alter, das wird noch lustig. Jetzt heißt erstmal ab in die Festung Daidon. Da haben wir eigentlich nicht viel zu schaffen. Do you think those knights followed you here? Nee, die sind nur zum Spaß hier. Well, let's do our best not to stand out. Okay, and I want to catch up with Flynn as soon as I can. Yuppie, yupp. Let's see if we can just pass through the hold. Ich will's doch hoffen. Ah. Ist der muss gleich wieder wegrennen. Where's she off to now? Wo ist sie hingegangen? Ey, Bitch, lauf mich immer weg, ja. Also, ja, tut mir leid, die gehört zu mir, die ist nicht besonders gehorsam und deswegen, tut mir leid. This blade was forged by none other than Assam the Blade Master. It even comes equipped with weapon skills. Ich könnte dir jetzt meine Waffen zeigen, aber ich glaube, das willst du gar nicht sehen. Huh? What do you mean? The special techniques contained in weapons. These techniques were originally passed down from master to Mann. But the Blade Master Assam used a special process. Ja, das kann ich euch dann auch gleich noch erklären. Wenn die das nicht gerade eh schon macht. Okay, sie hat es eigentlich schon erklärt, aber ich sag's gleich nochmal ein bisschen einfacher. Be learned by the person using the weapon. My, this young lady knows. Oder demonstriere es, wie auch immer. I read in a book that the Kritia gave this knowledge to humans long ago. Kritia, das ist eine andere Spezies, die wir später auch noch kennenlernen werden. In order to find the fighting style that meets your needs, it's best to think carefully about weapon skills when choosing your weapon. Oh ja, sollte man. Man sollte nicht jeden Scheiß reinhauen. Focus instead on raw attack power. It all depends on your preference. Je mehr Power, desto besser. Okay, das werde ich jetzt nicht anschauen. Wie gesagt, das ist komplett sinnlos, nutzlos. Brauchen wir... Ach so, oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte das Falsche angeklickt. Don't get me wrong. I'm not here because I want to be. There are monsters on the far side of the hold, so I'm stuck. Tja... Oh, oh, ich will Monster töten. And she's not listening. Nein, das tut sie ganz bestimmt. Huh? Did you say something? Ja, aber egal. I said I'm gonna go get some information, so you wait right there. Oh, I'll come too. That's all right. Go ahead and take it. It's pretty old and it has some pages missing, but it's yours if you like. Oh, das ist so nett von dir. Thank you very much. Weiter geht's. Is that book any good? It's fascinating. You can read it as soon as I finish. So ein fettes Ding wirst du so schnell, glaube ich, nicht fertig haben. So, also, das können wir jetzt eigentlich ganz einfach erklären an irgendeine Waffe, die ich noch nicht habe. Ja, okay. Zum Beispiel hier, kompaktes Schwert plus 1. Da haben wir rechts diese zwei roten, diese drei roten Schwerter mit halber Schaden, Viertelschaden und kleiner Schaden, kleinster Schaden. Wenn ich jetzt mit dieser Waffe ausgerüstet Gegner töte, was praktisch, nee, vergesst es, nicht Gegner töte, es reicht schon Gegner zu schlagen. Dann kommen diese Fertigkeiten, die da an dieser Waffe stehen, irgendwann
zu denen hier dazu. Sieht man, glaube ich, eh schon. Ich suche sie gerade mal schnell. Viertelschaden, halber Schaden und kleinester Schaden ist da unten. Da sieht man schon, dass da Waffe steht. Und wenn ich genug Mobs angegriffen habe, irgendwann kann ich dann die Waffe ausziehen, aber habe die Fertigkeiten trotzdem noch. Sehr praktisch. Zum Beispiel kleinster Schaden bräuchte man jetzt, um Rang zu farmen. Ist gerade noch nicht so interessant oder nicht mehr interessant. Verdammt. So, dann wollen wir doch mal. Ab zur nächsten Sequenz! Feuer, es brennt! Oh, das sind doch nur Monster. Bing, 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 bing. Harry! Wieso waren die überhaupt draußen, wenn da draußen Monster sind? Voll Chaos hier. Ach so, die sind um die Jahreszeit. Ah. Ich vergaß. Die armen Viecher. Ja, den werden wir auch noch begegnen. Seid ihr dämlich? Habt ihr die nicht gesehen, die da noch sind? Moment, waren es ein oder zwei? Ah, doch, zwei, ja. Einer hat sich den Fuß verstaucht. Ja, das da hinten, dieses blaue Viech da, das ist der Herr der Prärie. Ich weiß gerade nicht, wie man die genau nennt. Feldboss, Monster, irgendwie sowas. Ach, Gigantomonster, jetzt. Die sind extrem stark, bringen gut XP. Und ich werde euch später noch alle von denen zeigen. Ja, Yuri ist verflucht. Ach, Repeat macht das schon. Was? Repeat macht das schon. Repeat hat das voll drauf. Du kannst dir nichts befehlen. Müsstest du doch mittlerweile wissen. Keine Sorge. Estelle ist Profi. Ich habe mir das aber nie vorstellen können, wie das ist in so einer Angstsituation, dass man sich da überhaupt nicht mehr bewegen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin mir zwar sicher, dass es möglich ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dass man so viel Angst haben kann. Yuri, beeil dich! My doll! My doll! I almost doll! Ja, ich eile schon. Hey, let go of me! You wait here! Ich mach das! Das ist Chefsache! So much for keeping a low profile. Jetzt ist schon egal. Aber Yuri! Yuri! Und jetzt so ganz dramatisch schafft das noch ganz knapp. Also das hätte ich mich nicht getraut, weil bevor mich das Ding zerquetscht, nehme ich es lieber mit den Viechern auf. How can I ever thank you? Kohle? Oh, it's nothing, really. Komm, wenn sie uns schon ihre Hilfe anbieten. Ja, Repeat. Das hatte voll Stil, ja. I'm just thankful that everyone's safe. Kommt das jetzt gleich? All worn out, huh? Kommt das jetzt gleich? It really nee, offenbar doch nicht. Dangerous beyond the barriers with so many ferocious monsters around. Ja, aber da müssen wir durch. Kann sich halt nicht jeder eine Barriere leisten. No. Barriers are a precious resource. You're right. And with the current technology, we can't make any more. Oh. If only we could recover the secrets of the ancient Garayo civilization. They created the Blastia. Even if kommen wir auch noch dazu. Happen, I can't see the Empire using the knowledge for the common good. Yuri schaut. You two there. I'd like to have a word with you. Oh. So why don't you let us through? Ah, kommt doch.
I'll beat those monsters to a pulp with these fists of mine. Ja, der steht auf Fisten. Das sind zwei Anhänger der Monsterjäger. Werden wir auch noch später dazu kommen und ich werde es hassen. Hassen. Aber die Waffe will ich haben, die ist verdammt geil. Es gibt doch nochmal richtig schön an. Ja, bring die Erde zum Beam, Baby. Ich will die Waffe haben. Hey, hold it! It's always the same with these guild idiots. Great, we'll never get through as long as this keeps. Ja, ich könnte gleich noch dazu sagen, die Gilden und das Reich, ich weiß es nicht genau mehr, wie man dieses Reich so im Allgemeinen nennt, stehen im Krieg miteinander. Oder zumindest sind sie verfeindet. Und mögen sich gegenseitig nicht so besonders. Kommen wir auch noch später dazu. Darf ich jetzt gehen? Irgendwo hier müsste doch ein Safe Point sein, oder? Ich will jetzt da nicht runtergehen, weil ich glaube, da ist eine Sequenz. Safe Point. Safe Point. Safe. Ach, dann. Okay, jetzt habe ich ihn schon. Aber jetzt mache ich trotzdem noch kurz vorher was anderes. Denn hier geht es schon weiter mit unserem Sidequest. Rauf mit uns! Lauter nutzloses Zeug. So, links oder rechts? Links. Perfekt. Diesen mysteriösen Typ hier werden wir später noch relativ öfters sehen. Und normalerweise sieht man den so früh noch nicht. Aber wir müssen! Hey, hold on. Okay. Hello. Hallo. I beg your pardon, but what are you looking at? Humanity at work. A tenacious attachment to this life. Ich glaube, ich kann euch den Namen von ihm schon mal verraten. Das ist Duke. So wie von Duke Nukem oder so. Huh? Und der wird später noch extrem wichtig. Aber ich sag schon wieder zu viel. Why must humans live the lives they do? They fight for a share of monopolized technology and hurt even those closest to them. Kapiert überhaupt kein Wort. Tut mir leid, ich kriege Kopfschmerzen davon, aber. Idiot, komm jetzt auch gar nichts. I can't speak for anyone else, but it doesn't seem to me like there's any reason why we get dumped into the world. But once you're here, you just do what you can to give this life everything you've got. Jo. Perhaps there is truth in what you say. Perhaps. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hey. Geh doch nicht weg. He's gone. Ja, ein sehr mysteriöser Typ. Got me. They say the heat can make people go a little crazy. Ist schon so heiß. Ist es heiß? Hallo, 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 hallo. Oh. Tja, Pech für uns. Weg ist er. Der kommt wieder. So, dann wollen wir doch mal zum Safe Point gehen. fail. Da. Da. So. Jetzt geht doch die Action. Die Action dann doch schon langsam richtig los. Ist zwar immer noch relativ langweilig im Vergleich zu später. Aber besser jetzt, oder besser wenig als gar nichts. Nun denn, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns im nächsten wieder. Ciao, Leute!